Hey Heromaniacs, wir sind wieder mittendrin und ja, es sind die Playoffs und wir haben im ersten Spiel die Bills gezogen. Und ja, eine Sache, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben, aber die ihr jetzt wahrscheinlich auch ausseht, wir haben 24.063 XP. Und das dadurch, dass wir letzte Woche einen O'Roy Award gewonnen haben. Und ich wollte mir mal anschauen, was wir da eigentlich genau bekommen haben. Es könnte sein, dass wir vielleicht irgendeine Platzierung allgemein in der Liga bekommen haben. Weil so viel XP, die wir da gekriegt haben, das kann nicht nur ein Weekly Award sein. Also wir gucken mal rein, vielleicht haben wir auch einen Weekly Award bekommen. Haben wir nämlich nicht in der Offense. Oder war das für letzte Woche? Nee, war auch nicht. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas für die Season, für die reguläre Season war. Wir gucken uns das hier mal an. Auch nicht. Annual Awards, das sehe ich uns jetzt nicht drin. Wobei hier unten sind wir. Platz 10. Also, guck mal, wir sind League MVP geworden. Holy moly. Wir sind alle League MVP geworden. Wir sind League MVP geworden. Wie awesome ist das denn bitte? Okay, das ist richtig cool. Ja, und ganz ehrlich, bevor wir jetzt zum ersten Spiel gegen die Bills springen, gegen die wir in der regulären Season nicht gespielt haben, weil ich das geskippt habe, das Spiel, würde ich sagen, wir investieren jetzt erstmal Punkte, ne? Weil wenn wir unseren Overall irgendwie aufbessern können, umso besser. Das heißt, wir können jetzt echt mal richtig schön fett investieren. Dann haben wir auch unsere Stufe 3 des Season Milestones erreicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was investieren wir? Man könnte. Ich will aber hier eigentlich nicht so Force Pass. Oh, das ist ganz interessant, dass man mit der Double Coverage. Wisst ihr was? Das kaufen wir uns mal. Zumindest einen ersten Level davon. So, dann. Ach, habe ich nicht gekauft. Ich habe ja nicht gespeichert. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir packen die Punkte lieber in den Spieler selbst. Das heißt, wir erhöhen mal die kurze, die mittlere, die lange Distanz. So. Wir haben jetzt Total Cost 8.500 haben wir investiert. Oder wie sehe ich das? Ah, ne, da oben Available XP noch 11.000 haben wir. Das heißt. Wir packen noch ein bisschen in. Stamina brauche ich nicht. Die ist eigentlich ganz gut. Beschleunigung brauche ich auch nicht. Toughness ist auf 99 schon. Getting off a tackle ist jetzt nicht ganz so interessant. Stärke könnte. Making Contact ist auch nicht so wirklich interessant. Hier packen wir noch mal ein paar Punkte rein. So, und dann würde ich sagen, den Rest packen wir jetzt wirklich hier oben rein, in die Akkurarität. Komm, mittlere. Mittlere ist das meiste. So, das nehmen wir mal. Und, oh, 89 ist unser Overall. Also das hat sich gelohnt, da ein richtig schönes Ziel zu erreichen. Gut, und dann, ja, springen wir in das Wildcard Playoffs Match rein. Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil Bills kann ich schlecht einschätzen. Wie gesagt, wir haben das simulierte Spiel damals gegen die Bills verloren, aber es hat ja nicht unbedingt was zu bedeuten, weil, wie gesagt, es war ein simuliertes Spiel. Ja, und ich hoffe natürlich, dass die Season jetzt hier nicht endet. Ich würde, also, es wäre natürlich echt für mich persönlich so ein absolutes Highlight, wenn wir es wirklich schaffen, in den Super Bowl zu kommen. Ob wir da gewinnen oder verlieren, sei mal dahingestellt, aber Hauptsache reinkommen. Das wäre schon relativ cool. Und ich meine, das letzte Spiel gegen die Ravens war. Es war mal ein Spiel, was echt kaum Fehler hatte. Und das ist mir in letzter Zeit ja echt relativ selten passiert, wenn man bedenkt, wie viele Interceptions ich teilweise geworfen habe. Es wäre also schon schön, da fortzufahren, wo wir angefangen haben. Naja, lassen wir uns überraschen. Hello everyone, I'm Larry Ridley and this is the NFL on EA Sports. It's officially winning time in the NFL. In today's Wildcard matchup, victory is the only option for these two teams. So now let's go to Cleveland, Ohio, where Jim and Phil have the call. The playoffs have arrived, and that means it's Wildcard weekend in the NFL here on EA Sports.
Hello, friends, and welcome to Wild Card Weekend around the National Football League. We've got a pair of divisional winners and a pair of wild card teams, and it's postseason time, the most exciting time of the year, Phil. Yeah, we think the regular season's pretty exciting. We see it every year, but then it comes playoff time, we go, wow, this is even more exciting. For these football teams today, don't try to be too creative. Don't reinvent yourself. Do what got you here to the playoffs. And, of course, the team that can do that without turning it over is going to be the team that's going to win this game today. The Browns are back deep, waiting to return the kick. Dan Carpenter in position as he'll be sending this kick towards the end zone. Ja, auch hier mal wieder abgewürgt. So, wer sich natürlich jetzt fragt, was ist mit diesen Wildcards-Sache hier auf sich hat. Ihr habt gerade es gesehen. Es geht im Grunde genommen für uns jetzt darum, da wir als Team einfach nicht gut genug waren, einen Platz in den regulären Playoffs zu kriegen, in den Divisional Playoffs. Das heißt, wir treten jetzt gegen Teams an, die ebenfalls nicht so besonders prall waren und versuchen quasi König der Loser zu werden. Ist ja auch was wert, ne? So, geht doch schon mal gut los. Neues First Down. Oh, 9 Yards. Ich wollte sagen, da fehlt noch eins. Na gut, nicht ganz so schlimm. Ja, hoffe natürlich hier, das Ding nach Hause zu bringen und nach Möglichkeit kommt Tate. Sehr schön. Da der neues First. Oh, schön. Sogar mehr rausgeholt. Das geht gut los. Und es werden primär wirklich Laufspielzüge gerade angezeigt. Ich meine, ich nehme sie erstmal mit. Jeder Laufspielzug ist ein Spielzug, bei dem ich mal keine Interception laufen kann. Da haben wir natürlich, oh, da haben wir verloren, glaube ich sogar. Jo, 4 verloren, nee. Da versuchen wir mal ein bisschen was anderes. Ich hab's gesehen. Oh. Glück gehabt. Das ging nicht gut los. Okay. Es ging nicht gut los, aber das hat nichts zu bedeuten. Wir fangen gerade mal an. Komm, hol dir das First. Ja, sauber. First Down. So. Schon direkt wieder vergessen, dass ich fast eine Interception geworfen habe. So, First and 10. Wie viel haben wir insgesamt noch zum Ende? Uns mal an. Schön, ein abgewehrt. Ja gut, immer ein bisschen viel. So, wir sind ja bei der 50-Yard-Linie, ein bisschen weniger, 45. Ja. Nee, Tate, die sind heute zu sehr auf dich eingeschossen, glaube ich. Ich glaube, mit Laufspielzügen, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen mit Laufspielzügen. Komm, wir versuchen es mit Slants. Das sind meine Lieblingsspielzüge, wisst ihr mittlerweile. Auch wenn ich ja die Quick Slants bevorzuge, aber... Sehr schön. Neues First Down. Muss ein First Down sein. Ja. First and 10. Sehr schön. Ja, das läuft gut gerade. Das läuft sehr gut. Ja, ich will die Spiele gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur unser Sieg in der NFC Norden Flug war. Wir haben uns das verdient und wir haben es uns verdient, die Division Championships zu holen. So, schön konzentriert sein. Hier ist Cameron natürlich die Hauptanspielstation. Zack. Inches, denke ich. Inches. Wird kein First Down sein. Ich sag's ja, Third and Inches. Okay, ist natürlich jetzt perfekt, um durchzulaufen. Oh, ich will eigentlich lieber ein Laufspiel zu haben. Na komm, versuchen es mit Slants. Wobei Quick Slants wären mir lieber. Gut, schnell auf Gordon spielen. Oder Cameron nochmal. Sehr schön. Oh, sehr schön. Awesome. Ja, kleiner Spielzug. Big Payoff. Ich finde schade, dass die Kameraperspektiven teilweise so scheiße sind bei den Replays. Die könnten viel besser sein, also ein bisschen mehr zeigen. So, wir geben erstmal Tate eine Chance, bevor ich auf... Ja, vergiss es.
Also die stehen in Abwehr zu zentral, kann man knicken. Das heißt, wir werden es über Pässe versuchen. Ihr wisst genau, was ich wählen werde. Quick Slants. Und in dem Fall Quick Slant, weil es ist nur eine außen. Wobei, Cameron ist auch wieder eine Möglichkeit. Lass das mal an. Ja, Cameron. Schade. Na, da war keine Interception. Jetzt komm. So, komm, Smash Corners. Gucken. Viele Möglichkeiten. Das wäre aber fast daneben gegangen. Da bin ich jetzt ehrlich, das wäre fast daneben gegangen. So, fourth and goal. Ja, wir lassen kicken. Ganz ehrlich, wir könnten es ändern, aber ich nehme die 3 Punkte mit. Die haben oder nicht haben, das ist schon mal ein Teil der Miete. Besser als nichts, also ganz ehrlich. Ja, sehr schön. Besser als das Ding auszuspielen und am Ende leer das Ding abzugeben. Also gerade hier zählt jeder Punkt und sie haben keinen Touchdown gemacht. Das ist sehr wichtig für uns. Das heißt, wir machen hier direkt weiter. 30-Yard-Linie. Sehr schön. Also, was ganz gut manchmal funktioniert, sind diese Laufzüge, wo Tate so ein bisschen schräg durchgeht. Oder außenrum, das funktioniert manchmal auch. Ne, Close-Under gefällt mir gar nicht. Wir versuchen es mit Slants wieder. Ja, das sind keine Quick-Slants. Die sind ja meine Favoriten, aber normale Slants sind eigentlich auch ganz in Ordnung meistens. Sag ich doch. Neues First Down. Ja, wenn wir es jetzt noch schaffen, vor der Halbzeit irgendwie in Field-Goal-Reichweite zu kommen, wäre das natürlich auch sehr angenehm. Würde ich nehmen, hätte ich kein Problem mit. Oh! Das war ein dicker Sack. Das war gar nicht schön. Das war echt gar nicht schön. Puh. Na, zu weit außen. Schade. Fing eigentlich mal ganz gut an. Ich will kein Laufspielzug. Ich will irgendwas, was mir auch was bringt. Weil ich vielleicht noch einen First Down rausholen kann. Wobei hier kann ich auch kein. Scheiß. Sorry, Freunde. Sorry an alle jüngeren Zuschauer. Ja, gut. Panten war weg und gut ist. Ja, jede Minute, die wir den Ball haben, ist natürlich gut. Aber es ist natürlich. Ist kein gutes Gefühl, nur mit 3 Punkten zu führen, weil sowas geht schnell meine Binsen und das gefällt mir echt gar nicht. Also lieber, entweder legen wir jetzt noch nach. Also am liebsten wären wir echt, wir würden gleich noch schön einen Touchdown irgendwie machen. Touchback. Okay, wir sind noch immer vor der Halbzeit. Oh, wir sind nah dran. Wir sind sehr nah dran. Okay, das ist sehr schön. Das gefällt mir. Da hat er's. Touchdown. Oh, Baby. Yes, Baby. So wird's gemacht. Extra Punkt ist gut. Und wir sehen, wir sind im dritten. Puh. Sehr schön. Also, das lief gut. Kann man nicht meckern. So, wir geben mal Tate außen rauslaufen, geht auch ein bisschen in der Regel. Na, in dem Fall nicht, ich glaube nix. Oder? Hat er irgendwann rausgelaufen? Nee, nix. Nicht prall. Ja. Ja, Quick Slants. Die richten's. Sag ich doch, die Quick Slants richten's einfach. So, wenn wir es jetzt nochmal. Wir sind eigentlich schon in guter Field Goal Reichweite. Wir sind, glaube ich, bei. Jetzt will ich lügen. Da sind wir.
35. Also wir sind genau da, wo es gut wäre. Aber natürlich ein bisschen näher rankommen. Oh nein, 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 nein. Genau jetzt bei so einem wichtigen Playoff-Spiel muss es passieren, ne? Ja, zum Glück habe ich es geschafft, ihn noch aufzuhalten. Jetzt hoffe ich einfach, dass die es nicht schaffen. Gut, nur ein Field Goal gemacht. Das ist gut, das ist sehr gut. Schade, das war eine... Quickslants haben mich im Stich gelassen, ne? Fuck those Quickslants. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ein bisschen die Uhr jetzt spielen. Nicht, man muss ja bedenken, wenn die noch einen Touchdown machen, dann sind sie dran. Und wenn wir also irgendwie ein bisschen die Uhr spielen, wobei, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn wir es irgendwie in Field-Goal-Reichweite schaffen. Sehr schön, neues First Down. Ich sollte nicht so einen Druck machen, ich sollte es langsam angehen. Ich bin von Spielzug zu Spielzug teilweise. Gucken wir uns mal an, kommen, versuchen wir Inside Zone. Lassen die Uhr jetzt aber schön runterlaufen, soweit wir sie runterlaufen können. Hier, das ist jetzt einfach Taktik und hier müssen wir Taktik spielen. Weil wenn sich das Ding hier nochmal dreht und die haben ihren Turn, dann will ich denen nicht zu viele Chancen geben. Ja, rauskommen 4 oder sowas. Also wirklich viel war es nicht, 5. Okay. Ja, wir geben Ben nochmal eine Chance. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der da durchkommt. Da stehen so viele. Oh, guck mal, der Ben Tate! Guck mal, der Ben Tate! Touchdown! Touchdown, Ben Tate! Da lässt er uns Spiel nach Spiel im Stich und plötzlich ist er da und läuft so ein Touchdown raus. Ich glaube, die I werden narrisch. Ben, ey. Hast alles wieder gut gemacht. Hab dich wieder lieb. Lass wir jetzt zusammen duschen. Unfassbar. Ja, und das ist jetzt natürlich die solide Führung. Das Ding ist entschieden. Das Ding ist sowas von im Sack. Das Ding habe ich eingetütet, habe ich mit zum Aldi genommen und habe an deine Mutter verkauft. Vielleicht geht da sogar noch was. Ein Field Goal müsste mindestens noch drin sein. Puh. Sehr schön. Ja, okay. Ja. Die nehmen natürlich jetzt ihre Timeouts, die Bills, aber ganz ehrlich, ich gehe jetzt natürlich kein großes Risiko mehr ein. Werde jetzt primär auf Laufspielzüge setzen, gibt Tate das Ding in der Hand und soll machen, was er will. Also heute kann er auch meinetwegen in jeden Block reinlaufen, wenn er möchte. Mich stört das nicht mehr. Wir haben das Ding, wenn Tate hat sich gerade seinen Redemption-Pfad quasi gerade beschritten. Also, so, 35 Yard Field Goal, eigentlich, komm. Also 43er kann man verhauen, aber ein 35er sollte eigentlich eine sichere Bank sein. Ja. Sehr schön. The kick is good. So, wir simulieren mal, gucken, ob wir mal drauf kommen. Jo, kommen wir tatsächlich. Aber wir kneelen das Ding. So nah dran, ne? So nah an der Endzone, aber. Aber ich denke, es geht darum, die Uhr wieder zu starten. Jetzt bei dem Kneel. Ich denke sogar, wir spielen weiter. Mal gucken, 2 und 12, oder was wird uns vorgeschlagen? Was sagt der Coach? Yep, tatsächlich. Ist da was? Ich will's wissen. Ich will's jetzt einfach wissen. Ich hau noch ein bisschen was raus. Warum nicht? Ich meine, warum nicht? Warum nicht mal Gordon die Chance geben, zu scheinen? Und Gordon macht das Ding. Oh, fast! So knapp! Holy shit! Eigentlich, und das müssen wir uns ganz kurz angucken, weil eigentlich, glaube ich, wäre das Ding, wir gehen mal hinten in die Endzone. Ich glaube, es müsste, also wenn er, also ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich die Füße, wobei zum Zeitpunkt, wo es in die Hände, nee, schade, er hat eh nicht gezählt. Wo hat er denn in der Hand gehabt wenigstens? Ich sehe es hier gerade so schlecht. Guck mal, die treten nochmal nach, die Säue. Wo hat er den sogar gehabt? Also war es tatsächlich,
Oder hat er nicht gehabt? Nee, da hinten ist er. Schade. So eine schöne Sache. Komm, ich, ganz ehrlich, ich will Gordon nochmal eine Chance geben. Irgendwas Schönes, irgendwas, was Gordon eine Chance gibt, da was rauszuholen. Ich würde Gordon gern noch einen Touchdown schenken, da bin ich ganz ehrlich. Two tight ends on the field here. Looking long. Es soll einfach nicht sein, glaube ich. Es soll. Gut, das Problem ist natürlich, wir lassen jetzt die Uhr, die stoppt natürlich jedes Mal, wenn ein Incomplete Pass ist, aber. Oh, komm, gib unserem Kicker nochmal eine Chance. Nachdem er 46-Yard-Field-Goal verhauen hat, vielleicht trifft er mal 47-Yard-Field-Goal. Mal gucken, was der so kann. Wir müssen ja mal austesten, wenn die echten Playoffs kommen. Der ist gut. No, der ist nicht gut. Ja, also das ist die Distanz, die hat er einfach nicht drauf. Die hat er einfach nicht drauf. Das sah aus, als hätte er den einen weggetreten. So, das war's. Wir haben das Ding gewonnen. Ja, weiter geht's in den Divisional Rounds. Ihr habt's gehört. Beziehungsweise, ich glaube, eigentlich kommt noch ein Spiel. Das Finale müsste noch kommen. Eigentlich müsste noch ein Spiel kommen. Dann geht's erst in die Divisional Rounds, glaube ich. Aber nur gut, das Ding haben wir im Sack, haben das Logger gewonnen. Logger, Logger, Lecker, Schmecker. Der Kalli wird sagen, oh lecker, Schmecker, Freund, lecker. Mwah, mwah. Der Kalli war lange nicht mehr zu Besuch, ne? Ich glaube, einige haben ihn vermisst. So, ja, was wir jetzt tun werden, wir werden mal kurz die Woche advancen, damit wir sehen, wie geht's weiter. Also quasi ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Match. Vielleicht gibt es auch besondere XP für jetzt. Oh, es sind doch schon die Division Playoffs jetzt. Okay, das ist ganz cool. Können wir hier mal irgendwo eine Playoff-Übersicht? Das würde mich jetzt schon interessieren. Also wir treten auf jeden Fall gegen die Chargers an. Und das wird nicht einfach, weil die haben einen Rekord von 12-3. Während wir 12-4 haben. Das wird nicht so easy peasy. Aber ich glaube, es gibt keine Playoff-Übersicht. Das ist ein bisschen schade. Na gut, wir sehen es beim nächsten Mal, wenn wir zum Spiel gehen. Und wir machen hier einen Cut und sehen uns beim nächsten Spiel dann wieder.